FC Kaiserslautern 1899 Hoffenheim 1:6. Hoffenheim hat in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trotz zahlreicher Ausfälle einen 6:1, 3:1 Kantersieg beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern eingefahren. Dreierpacker Joe Linton, 6. Minute, 22. Und 53. Nico Schulz, 13. Pavel Kader Abek, 51. und Neuzugang Joshua Brennett, 63. trafen am Samstag, 18. August 2018 für die Hoffenheimer. Lukas Spalbes, 33. war für den FCK erfolgreich. Die Hoffenheimer mussten ohne die Langzeitverletzten Nadim Amiri, Kerim Demirbay, Dennis Geiger und Lukas Rupp sowie Vize-Weltmeister Andrei Kramarik, Benjamin Hübner und Harvard Nordfight auskommen. Zudem verzichtete Trainer Julian Nagelsmann auf Stammtorwart Oliver Baumann und Florian Grillitsch. In der Startelf standen dagegen die Neuzugänge Leonardo Bittencourt, Vincenzo Grifo und der zuletzt an Rapid Wien ausgeliehene Brasilianer Joe Linton. Vor 22.818 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion dominierte der Bundesligist die Anfangsphase gegen den Zweitliga-Absteiger. Der frühe Treffer von Joe Linton kam nicht von ungefähr. Die TSG ließ den viermaligen Meister und zweimaligen Pokalsieger aus der Pfalz auch im Anschluss nicht zur Entfaltung kommen, Schulz baute die Führung aus. Der FCK wurde zeitweise schwindelig gespielt und hatte auch nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht wirklich eine Chance. J.O. Sievers, Dick, Kraus, Heino, Sternberg, Fechner, 46. Löhmanns, Rüben, Albeck, Hermlein, Zuck, Spalvis, 66. Pickbierder, 46. Thiele, Kobel, Posch, Vogt, Bikakcic, Kader, Abek, Zuber, N., Schulz, 62. Brennett, Bittencourt, 56. Hoogma, Griffo, Joe Linton, 68. Belfodil, Schalai, 0:1, Joe Linton, 6. 0:2, N. Schulz 13. 0:3 Joe Linton 22. 1:3 Spalbes 33. 1:4 Kader Abek 51. 1:5 Joe Linton 53. 1:6 Brennett 63. Zuber 1. N. Schulz 1. Spalbis 1. Hermlein 1. Patrick Ittrich Hamburg Stand Samstag 18. August 2018 17:21 Sit dpa Stand 18. August 2018 17:20 Sportschau.de Fußball DFB-Pokal-Darstellung.